Ich glaube, die wichtigste Umsetzung, die wir haben, ist der BNE-Lunch. Also wir treffen uns regelmäßig, gesund zu essen, nachhaltig essen und reden dort auch über das Thema BNE und planen konkrete Projekte, die jetzt nicht über die gesamte Institution gehen vielleicht, aber die halt konkrete kleine Projekte, die man schnell umsetzen kann oder relativ schnell. Wir haben uns dem Thema Mülltrennung gewidmet und geschaut, wo man die verbessern kann, wo was fehlt. Es gibt auch von Kollegen in der Umweltberatung Postkarten, wohin welcher Müll gehört, was macht man mit Verpackungsmüll, wo es nicht ganz eindeutig ist, wo der hingehört. Wir haben uns dem Thema gewidmet, wo kann man Essen bestellen, die das Essen liefern im Geschirr, dass man wieder zurückgeben kann, also nachhaltig Essen bestellen und halt nicht in Kartons und so. Genau, und solche Themen diskutieren wir halt bei diesem BNE-Lunch und deswegen ist der so eine große Errungenschaft, weil das halt verschiedene Menschen in verschiedenen Funktionen zusammenkommen und darüber reden.